Hallo und äußerst herzlich willkommen zur Lehrveranstaltung Algorithmen und Datenstrukturen mit leichter Verspätung. Heute Morgen, ganz genau gesagt um 9.57 Uhr, hat mein Rechner gesagt, ich muss kritische Sicherheitsupdates sofort installieren. Und nach dem, was jetzt gerade mit den Exchange-Servern so los ist, haben wir gedacht, das machen wir besser. Das hat natürlich dann ein bisschen gedauert, aber wem erzähle ich das? Jetzt sollte man sehr, sehr sicher sein und um was geht's heute? Es ist Montag und eigentlich bewegt man sich da ja eher so. Jetzt ist es aber so, dass ich glücklicherweise diesen Espresso mit sehr viel Zucker getrunken habe und dadurch wahnsinnig schnell diese ganze Vorlesung vorerzählen kann. Ja, nicht nacherzählen, vorerzählen. Wir schauen uns zuerst einmal Speicher an und dann schauen wir uns an, wie im Speicher Referenzen funktionieren, dann schauen wir uns Linked-Lists an und dann schauen wir uns an, wie man Linked-Lists implementieren und dann schauen wir uns an, wie binäre Suche funktioniert und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja? Also es geht sehr viel um Speicher. Und Sie haben sicher auch schon im Programmieren 1 irgendwie Kontakt zum Thema Speicher gehabt. Bei C war es nur so, dass man quasi eine enge Liebesbeziehung mit dem Speicher direkt haben hat müssen. Dafür konnte man aber auch einige Sachen machen, die in einer höheren Programmiersprache jetzt nicht mehr, sagen wir, wog sind, um die Effizienz zu erhöhen. Bei C++ hat sie das schon geringfügig reduziert und bei C# haben sie zuerst einmal gar nicht so die Notwendigkeit, sich direkt mit dem Thema Speicher auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz ist der Speicher doch so ein Block, ja, in dem hintereinander lauter Speicherstellen liegen, die uns irgendwelche Bits abspeichern und in denen wir dann unsere Daten ablegen können. Jetzt ist es noch dazu so, dass unser Programm ja nicht den gesamten Speicher nutzen kann, sonst läuft das Betriebssystem nicht mehr und Multitasking existiert quasi nicht mehr. Das heißt, das Programm hat einen eigenen Speicherbereich, in dem es sich selbst bewegen darf. Und in diesem Speicher gibt es dann nochmal spezielle Speicherarten wie Heap für Variablen und Stack für rekursive Funktionsaufrufe. Das haben wir das letzte Mal schon kennengelernt. Und weitere Speicherteile. Schauen wir uns aber zuerst einmal, und da eignet sich ein Blatt Papier, das kariert ist eigentlich relativ gut, an, wie so Speicher funktioniert und warum Arrays manchmal, sogar in unserer Zeit, wo wir eigentlich sehr viel Speicher immer haben, an ihre Grenzen stoßen und wir dann mit Arrays irgendwann nimmer speichern können. Jetzt wünsche ich Ihnen nochmal einen wunderschönen guten Morgen und freue mich natürlich auf diese Lehrveranstaltung. Zuerst machen wir jetzt ein paar Speicherspiele, dann basteln wir ein bisschen und überlegen dann, wie das mit verketteten Listen so funktionieren könnte. Dann programmieren wir ein bisschen und Sie dürfen Spaß daran haben, mir beim Programmieren zuzuschauen, insbesondere dann, wenn ich Programmierfehler mache. Und ganz am Ende schauen wir uns eben noch die binäre Suche an. Gut, Speicher. So, ich bin schon wieder da, ja. Wenn wir jetzt hier, und so kann man sich das durchaus vorstellen, auch wenn in Wirklichkeit der Speicher natürlich vielleicht ein bisschen dichter und auch dreidimensionaler organisiert ist, wenn wir hier einen Bereich definieren als unseren Speicher für unsere Variablen, also unseren Heap. Und ich definiere jetzt ein Array. Ja. So. Was passiert konzeptionell im Speicher? In Wirklichkeit werden natürlich lauter Bits gesetzt, aber wenn wir jetzt sagen, wir können da in jeder Zelle eine Zahl abspeichern, das heißt, eine Zelle entspricht so einem Speicherwort, dann schreiben wir hier rein 1,
Hier schreiben wir 2 rein. Hier schreiben wir 17 rein. Und hier schreiben wir 3 rein. Schreiben wir minus 1 rein. 2 rein. 17 rein. Und 2, 2 und 2. Und genauso greifen wir dann auch auf dieses Array zu. Wir merken es halt nicht wirklich. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen gern small von 1 haben, dann macht der Computer nichts anderes, als er sagt, okay, was ist die Adresse von dieser Position? Ne? Und dann zähle ich 1 drauf. Und dann lande ich hier. Und dann weiß ich, der Inhalt von dieser Speicherzelle ist das, was ich eigentlich gern hätte. Und genauso funktioniert so ein Array auch. Und lustigerweise funktionieren zweidimensionale Arrays auch genauso. Die werden in einem Block gespeichert. Nur halt, dass man immer weiß, okay, die erste Zeile entspricht der ersten Zeile der entsprechenden Matrix und so weiter. Gut, jetzt speichern wir, jetzt gehen wir ins Konzeptionelle, das heißt, wir haben ein Array hier abgespeichert. Jetzt speichern wir noch ein Array. Jetzt brauchen wir einen Speicherplatz für ein Integer allein. Dann speichern wir noch ein zweidimensionales Array auf 5 mal 3 Array, also brauchen wir 15 Speicherstellen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, habe ich es jetzt richtig? 5, 5, 5, passt. Okay, also das ist ein zweidimensionales Array, 2D Array und das ist ein 1D Array und das ist ein Integer. Ja, und so geht es jetzt weiter. Das heißt, wir speichern uns wieder. Jetzt machen wir ein grobes Array. Also speichern wir uns mal hier ein 20 mal 4 Array, also 40 Speicherstellen. So, jetzt rechnen wir mal. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. So, also wenn ihr das richtig gemacht habt, dann müssten das jetzt 80 Speicherstellen sein. Und was ist das für ein Array? Das ist ein Array der Dimension. Array der Dimension 20 mal 4. So, schauen wir mal, ob das überhaupt stimmen kann. In einer Zeile haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, das sind einmal 50 und dann sind das nochmal 50. Geht sich das aus? 25 plus 25 sind 50. Und das sind nochmal 50 und plus sind nochmal 25 plus 5. Ja, das geht ja aus. Passt, habe ich richtig gezeichnet. Okay. Und wir sehen jetzt, der Speicher läuft langsam mit so bunten Dingen irgendwie voll. Ja, da speichern wir ein paar Integer, dann speichern wir wieder irgendwas anderes, was wir dann wieder auch nicht mehr brauchen. Und das, was jetzt Interessantes passieren kann, ist, ja, langsam wird der Speicher immer voller. Und damit ich jetzt nicht so viel zeichnen muss, machen wir den Speicher einfach kleiner. Ja? Und jetzt würde ich gerne noch so ein Array, also 20 mal 4 Array speichern. Und vorher nehmen wir uns noch Folgendes vor, dass wir sagen, okay, der Speicher da oben, das ist schon alles wieder freigeben, den brauchen wir schon immer. Ja?
Ich brauche jetzt 80 Speicherstellen. Ja, jetzt schauen wir mal, wir wissen, 25 plus 25 sind einmal 50. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das heißt, wir haben 64. Und wenn wir jetzt nochmal 25 dazu nehmen, dann sind wir eh schon zu weit. Das heißt, wenn wir da oben noch was nehmen könnten, dann gangert es sich aus. Also, ich möchte ein neues Array und dem geben wir jetzt eine neue Farbe und zwar, damit man es gar nicht mehr sieht, gelb. Also nochmal. Also Array 20 mal 4. Wir nennen das mal Big, ja. Und man kann es nicht lesen, ist mir klar. Deswegen suche ich einen Bleistift, einen Bleistift, einen Bleistift. Bleistift, der nicht abgebrochen ist. Spitzer und Spitzer und Spitzer. So, ich bin wieder da. Also nochmal. Wir haben jetzt folgende Situation. Alles, was durchgestrichen ist, ist schon wieder freigegeben. Ja, können wir schon wieder was reinspeichern. Und alles, was noch belegt ist, das ist noch belegt. Das heißt, belegt ist jetzt nur noch dieses rote 2D-Array. Und ich habe jetzt ein neues Array. Und ich möchte gern, dass das 20 mal 4 wieder ist. Und ich nenne das Big. Und dieses Array würde ich da gerne einspeichern. Und prinzipiell habe ich für dieses Array ausreichend Speicherstellen. Ja, weil wie viel brauche ich? 20 mal 4. 20 mal 4 ist größenordnungsmäßig 80. Und jetzt kann ich mir eben überlegen, okay, da ist frei, da ist frei, da habe ich schon mal 50. Dann haben wir da gerechnet, dass das 14 sind. Dann habe ich 64 und da oben habe ich nochmal 25. Das heißt, das geht sich auf alle Fälle aus mit den 80. Aber ich kann kein Array mehr instanzieren. Es geht sich nicht mehr aus. Und warum geht es nicht mehr aus? Weil wir Arrays, damit wir eben so schnell und praktisch drauf zugreifen können, in einer großen Wurst instanzieren müssen. Ja? Also man sieht, dieses rote Array, das hängt alles zusammen. Da kann nicht ein Stück von dem roten Array weiter unten sein oder das andere Stück weiter oben, sondern das muss in einem Block hintereinander sein. Und das ist auch hochgradig praktisch, weil ich extrem schnell auf einen bestimmten Index des Arrays, also eine bestimmte Stelle, zugreifen kann. Das Problem ist aber jetzt, dass wir in der Mitte da dieses rote Array liegen haben und davor und dahinter haben wir jetzt wieder Speicherplatz gewonnen, weil das Programm ist weitergelaufen und wir haben Variablen, die haben wir zum Beispiel in einer Methode verwendet und die brauchen wir jetzt nicht mehr und trotzdem kriegen wir das Array in einem Stück dann immer unter, weil da stehen wir hinten an. Und dafür gibt es jetzt eine Idee und diese Idee heißt verkettete Listen. So, ich möchte jetzt noch einmal kurz, ich mache jetzt 3 Minuten Pause bis 31 und möchte aber, dass Sie kurz überlegen, ob die Problematik klar ist. Und falls das klar ist, dann starten wir in 3 Minuten eben um 31 mit verketteten Listen.
So, es sieht so aus, als ob die Problematik jeder und jedem von Ihnen klar wäre. Und jetzt probieren wir was. Jetzt machen wir unser großes Array, das wir nicht mehr in Speicher kriegen. Und dann schauen wir, wie wir das lösen können. Ja? Dafür brauchen wir einen Locher, eine Schere, ein bisschen Bindfaden. Ja, und dann funktioniert es. Sie müssen es daheim, na, Sie sollen es zu Hause aber nicht nachmachen. Ja, bitte machen Sie das daheim nicht nach. Aber schauen wir uns mal an, wie so eine verkettete Liste konzeptionell funktioniert und dann springen wir rüber ins direkte Programmieren. Also basteln wir uns mal ein Array. Und damit das immer schön gleich groß ist, machen wir 3x3 Blöcke. 3x3 cm. So klingt das, wenn ich bastel. Und da schreiben wir jetzt mal die Zahl 3 rein. 3 cm mal 3 cm. Dann schreiben wir minus 4 rein. Und das ist übrigens mit dem Zweierkomplement gemacht. Und Sie wissen natürlich alle, wie das geht. 12. Dann machen wir uns neue Array. Und dann machen wir 17 und dann machen wir uns noch einen Block und der Block ist jetzt 6 und jetzt machen wir noch einen Block und der Block ist minus 8 und dann machen wir noch einen Block und der Block ist 9 und machen wir noch einen Block und der Block ist minus 13. Primzahlen sind immer schön und das ist nicht 3 mal 3, das haben wir schon gedacht. Und da schreiben wir jetzt 17 rein und 2. Jetzt machen wir 0 Runde. 22, 18, 29, minus 4, 12, 333. Minus 18, 2. So, und wir sagen, wir kriegen das jetzt nicht mehr in den Speicher rein. Ja, und warum? Weil der Speicher bei uns schon so voll ist, dass wir das aufteilen müssten. Wir müssten einen Teil irgendwo hinstecken und einen anderen Teil wieder woanders hin und einen anderen Teil wieder woanders hin. Ja, ich bemerke gerade, mit Erschrecken, der Bindfaden ist zu kurz. Ich bin gleich wieder da. So, und da sind wir wieder. Also, was ist die Situation? Wir haben dieses Array und jetzt malen wir parallel einen Speicher hin. Und zwar, das ist unser Speicher. 1, 2, 3. Gut erwischt. Da. Momentan schaut ja alles total nett aus. Nur das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass der Teil vom Speicher, den ich da gelb unterwähle, schon belegt ist. So, das heißt, das gangert sich noch aus. Da hinten ist auch noch Platz, aber da in der Mitte, da fehlt uns was. Und den legendären weißen Bastelkleber, hey, würde ich sehr gern verwenden, aber den lassen wir jetzt mal kurz aus. Es hat trotzdem alles einen traurigen und ernsten Grund, nämlich zu wenig Ressourcen. Und zu wenig Ressourcen kennen wir aus dem wirklichen Leben auch. Und das da, was wir jetzt machen, ist, wir können es nicht am Stück speichern. Ja? Und deswegen nehmen wir
wie immer, wenn wir was nicht am Stück speichern können, eine Schere zur Hand und schneiden das mal in kleine Stücke. Das einzig Wichtige ist, dass ich die Reihenfolge beibehalte. Das heißt, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Und für alle, die das jetzt wirklich nachmachen wollen, schneiden Sie sich bloß nicht den Finger. Diese Schere war mal eine Geflügelschere, bis ich bemerkt habe, dass sie die exzellent für Bastelarbeiten oder Heimwerken eignet, weil das sehr stabile Scheren sind. Gut, dann machen wir uns dahinter nochmal den Speicherblock. Da holen wir uns ein bisschen Hilfe. Das war das. Und dann noch zwei nach unten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann ziehen wir hier rüber. Und was wir eben gesagt haben, ist, dass da in der Mitte leider das alles schon belegt ist. Ja. Also da nichts mehr frei. Und deswegen müssen wir uns da was überlegen. Und ich mache das jetzt so, dass ich das, und wichtig ist jetzt die Reihenfolge beibehalten, ich schneide das sehr sauber in Stücke. So. Also Reihenfolge beibehalten, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann weine ich natürlich, das ist eh klar. So, und das, was ich jetzt mache, ist, ich kann das jetzt relativ frei im Speicher platzieren. Das einzig Wichtige ist, ich brauche immer eine Verbindung zum vorherigen Element. Ja? Und das machen wir jetzt hier mal schematisch, nachher auch noch wirklich. Da sind wir eh noch am Stück unterwegs, das geht ja recht gut. So. Zwei müssten sie noch ausgehen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Genau. Und alle diese Elemente haben jetzt immer so einen Verbindungsstreifen zum vorherigen. Also man kann sich das vorstellen wie bei einer Schnitzeljagd, wo alles hintereinander hängt und man der Reihe nach. Also vom 18er komme ich über das Bandel zum 22er, vom 22er komme ich über das Bändchen zum 29er, vom 29er komme ich auf den 4er, auf den minus 4er, dann komme ich auf den 12er, dann komme ich auf den 333er, dann auf den 18er, dann auf den 2er. So, bis jetzt haben wir uns nur Arbeit gemacht, aber jetzt wird es interessant, weil jetzt würden wir ja gern da oben weiterlegen, ja? Ich hoffe, ich habe da jetzt alles richtig runterzählt, aber wahrscheinlich nicht. Fürs Konzept ist es egal. Und wir würden eben gern da oben auch was abspeichern. Und das Interessanteste, was jetzt kommt, ist, wie komme ich von da nach da? Ja, da unten kann man sich noch irgendwie vorstellen. Und wie komme ich von da nach da? Das ist der Moment, wo der Locher in Erscheinung tritt. Hier auch noch. So, und jetzt ein langer, langer Faden.
Jetzt machen wir da einfach eine Verbindung. Ja. Das hängt mit dem da unten zusammen. Und jetzt ist das Wichtige, dass jedes Element ist mit dem davor durch so einen Fadenschnipsel verbunden. Ich verbinde jetzt nicht alle mit Knöpfen und so weiter. Und diese Fäden, die von einem Element zum nächsten gehen, das sind die Links. Ja? Und dann habe ich sogenannte Linked List, weil dann bin ich am minus 8er, dann laufe ich dem Faden nach, dann komme ich zum 9er. Dann bin ich beim 9er, dann laufe ich dem Faden nach, dann komme ich zum minus 13er. Dann bin ich beim minus 13er, dann laufe ich dem Faden nach, dann komme ich zum 17er. Und was sehe ich jetzt plötzlich? Es macht gar nichts, wenn ich den 17er da hochschiebe. Ist auch wurscht, ja? Weil ich laufe ja immer diesen Fäden nach und solange die Fäden lang genug sind und in unserem Konzept, das ich Ihnen gleich zeige, gibt es da keine Grenze, dann laufe ich da immer weiter, dann komme ich zum Nuller und dann laufe ich dem Faden nach, dann laufe ich aus dem Bild raus, dann laufe ich ins Bild wieder rein, dann bin ich beim 18er und über diese Verbindungsfäden habe ich jetzt eben eine echte Reihenfolge hergestellt. Was ist jetzt die Analogie beim Programmieren? Naja, diese Werte, das wissen wir eh schon, das sind Variablen, wo wir was gespeichert haben. Aber was sind diese braunen, mehr oder weniger hübschen Fädchen? Das sind Links und die implementieren wir durch sogenannte Pointer. Das heißt, jeder braune Faden ist eine extra Variable. Das heißt, wir verbrauchen mehr Speicher. Und was ist das zweite Thema? Wenn ich jetzt sage, ich will das siebte Element ab dem minus 8, dann kann ich nicht einfach sagen, Speicherstelle plus 7, sondern dann muss ich sagen, okay, 8, 9, 10, 11, 12, nein, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 7, das wäre eh der Nuller gewesen. Das heißt, ich muss, wenn ich das siebte Element will, eigentlich von ganz vorn durch die Liste, durch diese verkettete Liste, und so heißt es, durchlaufen. Das ist jetzt natürlich keine Kette, sondern ganz übliche Haushaltsschnur, aber ich glaube, das Konzept ist halbwegs klar. Und wenn ich diese Verkettung habe, dann kann ich natürlich alles hinschieben, wo ich will. Gut, das ist die Idee. Ja, ich habe bei jedem Array-Eintrag zusätzlich so einen braunen Faden, den ich eigentlich Pointer oder Referenz nenne, auf das nächste Element. Jetzt brauche ich natürlich doppelt so viel Speicher, das ist klar, weil diese Fäden müssen ja irgendwo gespeichert werden. Aber ich kann plötzlich meine Daten beliebig im Speicher verteilen. Das heißt, ich kann überall, wo was frei ist, was hinschieben, solange es ein Speicherwort ist. Und damit habe ich natürlich viel mehr Flexibilität, den Speicher auszulasten. Schauen wir mal, wie das jetzt programmiertechnisch funktioniert. Und ich schreibe immer dazu, was der braune Faden bzw. der Wert ist. So, ich fahre kurz und sehr unauffällig das Visual Studio Code hoch. Das sie gerade mehr oder weniger aufhängt und ich kriege Release Notes. So, jetzt sind wir aber da. Ich teile mit Freude meinen Bildschirm mit Ihnen. Also, hier sind wir. Ich kann mich selbst noch ein bisschen runterschieben. Da sehen wir ein Programm, das kennt man vom letzten Mal. Das war das Fibonacci-Programm. Und jetzt werfen wir das mal alles weg und machen da was Irres. So, ich habe da jetzt was reingeschrieben und zwar, ich habe eine neue Funktion definiert, die heißt change. Okay, jetzt möchte ich da was löschen, aber lasst mich nicht. Alte Klassiker. So, und die hat jetzt eine kleine, ein wenig komische Sache, nämlich, dass wir hier bei der Variable a ref hingeschrieben haben. Und was passiert, wenn ich das mache? Ist wahrscheinlich eine Wiederholung, machen wir es trotzdem. Ich schreibe jetzt da drin a
ist gleich 10. Und jetzt definiere hier auch eine Variable int x ist 7, change gehen wir mal aus, was das x ist, und dann rufen wir change x auf und dann geben wir es wieder aus. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Programmierfehler da drin sind. Das ist immer spannend. Ah, einen sehe ich schon, einen sehe ich schon. Und zwar muss man hier auch ref dazu schreiben. Das ist eigentlich nur eine Erinnerung, damit man nicht vergisst. Ist aber eine schlaue Idee vom C-Sharp. Immer noch. Cool. Ah. So, jetzt hat es funktioniert und was sehen wir da jetzt? Das x setzen wir hier auf 7, dann vorher ist es auch der Wert 7, der es sein soll, nachher ist es aber der Wert 10. Und das ist ein bisschen bizarr. Warum? Ja, weil man normalerweise, ja, wenn man in einer Funktion Variablen hat, dann existieren die nur in der Funktion und haben keine Auswirkung auf das, was man reingesteckt hat. Man nennt diesen Unterschied, und den haben Sie hoffentlich auch schon im Programmieren mal gesehen, das eine ist Call by Value, das ist, wenn ich das Ref hier nicht habe, und das andere ist Call by Reference, und Call by Reference heißt eben, dass die Funktion wirklich die Speicherstelle kriegt, an der das x gespeichert ist, und dort wieder was reinschreibt. Da muss man eine wichtige Sache im Kopf halten. Alle Objekte im C-Sharp, die von System Object abgeleitet sind, und das ist eigentlich alles außer die Basisvariablen, also sowas wie Float oder Int, die werden sowieso immer per Reference übergeben. Ja? Das heißt, nochmal, was passiert hier? Ich rufe das Change auf und das Change kriegt keine Kopie. Das wäre Call by Value. Das kriegt nicht wie normalerweise eine Kopie von dem X-Wert, sondern das Change kriegt eine Referenz auf die Speicherstelle. Und wenn ich jetzt hier in das A reinschreibe, dann schreibe ich in die gleiche Speicherstelle wie hier das X. Das war jetzt eigentlich nur eine kurze Wiederholung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir gern diese Linked List bauen würden. Und wir machen das relativ simpel. Wenn wir eine Linked List bauen, dann wollen wir für jede Zahl und jede Referenz, das heißt jeden Blick in die Zukunft, aufs nächste Element, nicht in die Zukunft, wollen wir ein Objekt haben. Und deswegen definieren wir uns jetzt ein Objekt, und dieses Objekt, das nennen wir einfach Node. Ja. Und in diese Node machen wir
einmal den Wert rein. Und dann machen wir noch die Referenz rein. So, und jetzt sieht man schon, das ist ein bisschen lustig, weil ich definiere hier einen Knoten und ich verwende aber diese Klassendefinition gleich hier unten. Und das kann ich machen. Und wenn ich das jetzt mache, dann kann ich mit dieser Klasse Node plötzlich Nodes anlegen. Ja? Das Change machen wir jetzt da mal weg, das brauchen wir momentan nicht mehr. Und jetzt schreiben wir da einfach mal Node und nennen die mal Head ist gleich New Node. So. So, das war ein Warning, weil da nichts Sinnvolles zugewiesen wird. Passieren tut da natürlich gar nichts. Aber was ich jetzt da gemacht habe, ist, ich habe ein Objekt, ein Node-Objekt. Und jetzt kann ich natürlich zum Beispiel sagen, ich generiere mal lauter weitere Node-Objekte und hänge die immer dran an diesen Head. Was mache ich da jetzt? Ich mache mal Variable, da hebe ich mal die letzte Node auf. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, Caps Lock, lastNode.next ist gleich, haben wir das groß? Ja, war groß, ist gleich new Node. Ja, und dann kann ich natürlich dieser New Node auch Werte zuweisen. Mach mal i hoch 3 und so, und jetzt schauen wir mal, was da passiert, wenn wir sowas machen. Das kann man tauschen, das stimmt, weil sonst wird es spannend. So, passiert wieder, man sieht gar nichts, nur irgendwas ist da jetzt passiert. Und was kann ich jetzt aber machen? Jetzt kann ich über diese Liste drüber laufen und schauen, was für Werte in der Liste stehen. Zuerst einmal geben wir den allerersten Wert aus. Sozusagen der Kopf von der Liste. Und dann brauchen wir jetzt natürlich wieder so einen Zähler, der hüpft quasi von Node zu Node. Und jetzt können wir es noch geschickter machen, weil im C-Sharp
dieses Next automatisch mit 0 initialisiert wird. Das heißt, wir können einfach sagen, statt for, wenn wir nicht wissen, wie lang die Node ist, while current node.next, also solange das Ding nicht 0 ist, und machen wir folgendes, wir geben das aus und vielleicht nehmen wir noch einen Zähler mit rein. Und das schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Und was machen wir jetzt? Wir laufen über diese Node drüber und Sie haben natürlich recht, Current Node sollte deklariert werden. Ich bedanke mich für alle Kommentare. Das Live-Programmieren hat spezielle Challenges. Strichpunkt habe ich immer noch vergessen irgendwo. Da natürlich. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Die Angst ist groß bei mir. Schon wieder. Ach so. Aha. Ja, das sind so die Anfängerfehler. Die man dann auch noch macht, wenn man schon sehr lang programmiert hat. Und ich habe noch einen Fehler gemacht. Das Programm sollte eigentlich nie terminieren. Ja, das ist das mit dem Type-Checking. Gell? Das ist sehr sauber im C-Sharp. Im C++ wäre mit dem durchkommen. Probieren wir mal 0 und schauen, ob das funktioniert. Null gibt's. Aber man merkt, es wird. Hoffe ich zumindest, ja. Groß- und Kleinschreibung, alles sehr schwierig, aber das kennen Sie sicher vom Programmieren. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ja, die Ausgabe ist zwar wahnsinnig hässlich, aber es hat funktioniert. Also wir sehen, wir haben da 20 Elemente eingespeichert inklusive des Head, und beim Head haben wir ja keinen Wert angeben und dadurch hat der Head einfach den Wert 0. Das liegt am C-Sharp, weil das grundsätzlich alle Werte mit 0 initialisiert. Jetzt räumen wir das noch ein bisschen auf, dass das netter ausschaut, weil sonst kriege ich ja depressive Verstimmung, weil es so hässlich ist. Und dann kann man sich das eigentlich ganz gut anschauen. Gut, also was haben wir jetzt gemacht? Wichtig ist, dass dieser Trick hier nur funktioniert, weil wir im C-Sharp sind und damit, wenn ich eine neue Node anlege, was ich hier immer mache in dem Bereich, automatisch dieser Node
Pointer auf die nächste Node immer auf Null gesetzt wird. Ja. Deswegen geht das, sonst wird das nicht funktionieren. Und was ich jetzt tue, ich baue mir da oben eine verkettete Liste. Ja. Mit dem Element 0, 1, 8, 27, 64, 125 und das wird relativ schnell sehr groß. Also man sieht schon 20, das ist dann 19 hoch 3, ist dann schon eine große Zahl. Und ich fülle das auf und wenn ich die Liste aber fertig habe und ich habe den Head-Pointer, dann kann ich einfach auf den Kopf zugreifen und dann immer auf die nächste Node hüpfen, solange halt der Pointer nicht ins Leere geht und dann sagen, okay, das ist das nächste Element. Das dauert und danke trotzdem für alle Tipps, aber ich musste leider auch auf die harte Tour lernen, dass das mit dem Unterwelt nicht immer sofort funktioniert. Ich glaube, es ist eher ein Zeitthema. Und das ist eben die Idee bei der verketteten Liste. Ich würde jetzt mal versuchen, wenn ich das irgendwie schaffe, so viele Leerzeilen zu entfernen, dass man das alles sehen kann. Tun wir das einfach mal weg. Machen wir das ein bisschen enger. Und lasst es dann stehen und Sie können sich anschauen, ob es da noch Fragen gibt. Und sonst hüpfen wir nachher gleich in die binäre Suche rein. So, das ist hässlich, das machen wir nicht. Ich glaube, jetzt sieht man alles. Sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt 5 Minuten Pause bis 11.08 Uhr und danach geht es dann direkt in die binäre Suche.
Gut, dann bin ich wieder da. Die Fragen waren relativ beschränkt, außer laden Sie das ins Wiki hoch. Das kann ich machen, aber ich muss zuerst natürlich schauen, ob die Microsoft-Coding-Richtlinien auch wirklich erfüllt sind, weil da habe ich ein bisschen Sorge bei meiner Live-Implementierung. Was ist davor der Nachteil? Nochmal ganz kurz. Bei einer Linked List ist es so, dass ich die sehr frei im Speicher platzieren kann. Das heißt, ich kann Speicher extrem gut ausnutzen. Ich brauche aber eigentlich circa doppelt so viel Speicherplatz, weil ich zu jedem Wert ja auch einen Pointer, also eine Referenz aufs nächste Element brauche. Und das zweite ist, dass die Suche von einem bestimmten Index natürlich länger dauert, weil um zum Element der Nummer 5 zu kommen, muss ich zum Head gehen und dann fünfmal nach rechts hüpfen, wenn ich bei 0 zu indizieren anfange. Beim Array sage ich einfach nur Speicheradresse am Anfang plus 5 und dann weiß ich sofort, hier steht das Element. Gut, kommen wir zum letzten Thema unserer heutigen Lehrveranstaltung, die irgendwie auch zu diesem ganzen Array- und Listenthema passt, aber trotzdem was mit einem Algorithmus zu tun hat, und zwar ist es die binäre Suche. Und deswegen schalte ich gleich wieder auf die Dokumentenkamera. So. Wenn man im klassischen nicht nachdenkt, was man oft in der Algorithmik Brute Force nennt, Stil arbeitet, dann würde ich sagen, wenn Sie jetzt so sagen, ist bei den hier liegenden Zetteln irgendwo ein Vierer dabei, dann drehe ich alle Zettel um, bis ich einen Vierer gefunden habe. Das ist aber nicht unbedingt die effizienteste Variante, weil wenn der Vierer entweder gar nicht drin ist oder der Vierer ist weit hinten, dann dauert das natürlich. Und jetzt gibt es Algorithmen, die die Idee haben, dass man ein Preprocessing macht. Und dieses Preprocessing führt dann dazu, dass ich sehr, sehr schnell suchen kann. Und es gibt jetzt eine Voraussetzung. Also, Sie haben diese Zettelchen, die haben alle einen Index 0 bis 8. Und das Einzige, was ich Ihnen verspreche, ist, die sind aufsteigend sortiert. So. Und jetzt kriege ich einen Auftrag. Ja, ich kriege einen Auftrag. Ich soll beantworten, ist 6 in der Liste. So, zuerst gibt es die, sagen wir mal, ungeschickte Variante. Schaut das erste, schaut das zweite, schaut das dritte, schaut das vierte, schaut das fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Ja. Das kann dauern. Jetzt kann ich mir Folgendes überlegen. Das ist ja sortiert. Jetzt schauen wir mal in der Mitte. In der Mitte haben wir einen Dreier. Wenn ich in der Mitte einen Dreier habe, dann heißt es, wenn das sortiert ist, alle Elemente links müssen kleiner gleich dem Dreier sein. Ich suche einen Sechser. Das heißt, ich kann jetzt etwas ganz Krasses machen. Ich kann sagen, okay, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Und jetzt mache ich denselben Trick. Jetzt gehe ich hier in die Mitte. Man merkt schon, Mitte kann schwer sein bei geraden Zahlen. Aber rund mal ab, also nehmen wir den hier. Da haben wir einen Zwölfer. Was sagt uns der Zwölfer? Der sagt uns, das kann alles weg, weil rechts kommen ja nur noch Zahlen, die größer gleich im Zwölfer sind, sonst ist es ja nicht sortiert. So, und jetzt haben wir nur noch ein Element und juhu! Wir haben den Sechser gefunden. Das ist die ganze Idee an der binären Suche. Also das heißt, ich dividiere immer durch 2. Und was ist der Riesenvorteil? In jedem Schritt wird der Suchraum durch 2 dividiert. Das heißt, ich spare mir in jedem Schritt die Hälfte der Elemente, die man immer anschauen muss. Wie oft muss ich dann eigentlich teilen, bis ich dann weiß, ja ist drin oder nein ist nicht drin. Naja, das kann man sich wieder relativ leicht theoretisch überlegen. Ich habe zuerst n Elemente. So, wenn man jetzt ganz genau ist, ja, dann könnte man sagen, wenn n gerade ist oder wenn n ungerade ist,
Da können wir aber ein bisschen locker sein und können einfach sagen, okay, also im nächsten Schritt habe ich n halbe Elemente oder n halbe plus 1. Ja, je nachdem, ob es gerade oder ungerade Anzahl an Elementen ist, aber das heißt, ich halbiere und dann im nächsten Schritt, wenn man das jetzt als, und das dürfen wir hier ungefähr n halbe rechnen, dann sagen wir, im nächsten Schritt haben wir n Viertel, da dividieren wir wieder durch 2 und dann haben wir n Achtel wieder durch 2 und dann haben wir n Sechzehntel und dann haben wir n 32 und dann haben wir n 64 und so weiter. Also das wird immer kleiner und wenn ich bei einem Element bin, dann bin ich natürlich naturgemäß fertig, weil entweder ist das Element und das ist hoch oder ich weiß jetzt, es ist nicht drin. Das heißt, die Frage ist wieder, wie oft kann ich n durch 2 dividieren? Und diese Frage haben wir extrem oft schon beantwortet und zwar, das ist einfach log zur Basis 2 von n. Warum wir da immer so Handwaving arbeiten können, also so lassen wir doch das mit die Klammern weg und das passt schon, das liegt sehr viel an der asymptotischen Analyse von Algorithmeneffizienzen und das werden wir uns dann in der nächsten Lehrveranstaltung genauer anschauen. Was ich jetzt kurz machen will, ist noch die Anwesenheitsanalyse, dafür muss ich aber zuerst noch die E-Mail rausschicken. Ich zeige Ihnen jetzt mein Gesicht, wie ich beim E-Mail schicken ausschaue. Und wenn es dann noch ausgeht, dann probieren wir noch eine binäre Suche zu implementieren. Ich warte. Das Gute ist nämlich, wenn man streamt, dann wird das restliche Internet so wahnsinnig schnell, weil das ja fast keine Power zieht. Aber es wird. Und Sie können sich kurz entspannen, während ich hier versuche, eine E-Mail zu schicken. Es wird, ja, ich bin gerade voll dabei. Und die E-Mail ist raus. Der Satz heute ist: Die Ente schwimmt glücklich im Wasser. Die Ente schwimmt glücklich im Wasser.
Gut. Eine kleine Korrektur zum vorherigen noch. Ich habe vorher, oder Korrektur, ich habe vorher konzeptionell ein mehrdimensionales Array hingeschrieben. Das ist natürlich so, dass das im C-Sharp nicht mit doppelten eckigen Klammern passiert, wie zum Beispiel im Python, sondern dass man im C-Sharp das folgendermaßen definiert, dass man zuerst einfach einen Beistrich reinmacht, dann schreibt zum Beispiel my array und dann macht man new int und trennt es auch mit Beistrichen und dann hat man array, das 10 mal 17 Elemente hat. Gut. Für heute wären wir ausnahmsweise schon durch. Ich war schneller, als ich gedacht hätte. Wenn es noch Fragen gibt, bin ich natürlich für Sie weiterhin im Chat erreichbar. Also zumindest die nächsten Minuten. Wenn es dann sehr ruhig wird, dann steige ich auch aus. Und ansonsten darf ich Ihnen noch einen guten Tag wünschen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.